Hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie man diesen Zwiebelhalter machen kann. Man kann auch Mäuseknödel reinfüllen, dann freuen sich auch die Vögel. Schaut mal zu, es ist nicht schwer. Er eignet sich aber auch als Zwiebelhalter. Hier, ein paar Zwiebel rein. Und man kann ihn ganz schön praktisch aufhängen. Für dieses Projekt benutze ich am liebsten einen Tomateneimer und eine Kunststoffplatte mit 12 Löchern. Die kann man aber auch mit einem Stück Pappe ersetzen. Ich brauche noch ein Bündel dickere Weiden und ein Bündel dünnere Weiden. Ich brauche auch einen Türstopper. Den stecke ich erstmal in den Eimer rein. Jetzt nehme ich mal 12 dickere Weidenruten und stecke sie durch die Löcher in den Eimer rein. Wenn alle 12 Ruten drin stecken, binde ich sie oben zusammen mit einem Stück Schnur. Jetzt nehme ich mal 3 dünnere Weidenruten und fange an, sogenannte Kimmer zu flechten. Wie man die Kimmer macht, zeige ich mal in einem extra Video. Das verlinke ich hier im Bild. Ich stecke 3 dicke Enden in 3 aufeinanderfolgende Zwischenräume und flechte immer mit der linken Rute vor 2 und hinter eine Rute. Auf diese Art gehe ich immer weiter nach oben. Hier zeige ich nochmal genauer, wie die Kimme funktioniert. Immer die linke Rute nehmen und vor 2 und hinter eine flechten. Dieses Projekt erinnert sehr an mein anderes Projekt, an einen Garten-Obelix flechten, und einen Link dazu lasse ich auch mal hier im Video. Wenn ich neue Ruten aus dem Bündel raussuche, gucke ich immer, dass die 3 gut zusammenpassen und etwa dieselbe Dicke haben. Manchmal ist aber dabei eine Rute, die Federstellen oder Knicke hat, die sortiere ich lieber aus und nehme eine andere. An dieser Stelle sind die dicken Ruten zu verlängern. Dafür nehme ich eine neue Rute und stecke sie mit dem dicken Ende unter die alte Rute und flechte mit der neuen weiter. Also das neue dicke Ende kommt unter das alte dicke Ende und mit dem neuen wird weiter geflochten. Die Weidenruten müssen nicht alle an derselben Stelle aufhören. Erst jetzt verlängere ich die zweite. Ich gehe jetzt mit dem Geflecht etwas weiter nach oben. In einer Art Spirale bewege ich mich immer weiter nach oben. Dadurch wird mein Geflecht etwas luftiger. Ich flechte immer weiter nach oben und die Abstände zwischen den
12 gesteckten Ruten werden immer kleiner. Deswegen macht es Sinn, ganz zum Schluss so richtig kurze und dünne Ruten zu nehmen, um mit denen bequem in die Zwischenräume reinzukommen. Sobald ich oben angekommen bin, entferne ich die Schnur und ordne die ganzen Spitzen in der Hand. Und dann nehme ich mal eine von den nach oben rausschauenden Spitzen und wickle über den gesamten Bündel. Erstmal oben und dann immer weiter nach unten. Jede weitere Umdrehung ist ein bisschen tiefer. Ich wickle so weit, bis die eine Spitze ganz kurz ist. Dann benutze ich den Pfriemen, um in diesem Knoten ein Loch zu stechen, und durch dieses Loch ziehe ich dann die Spitze der Weide. So sieht der fertige Knoten aus. Jetzt muss ich noch alle Spitzen und Enden abschneiden. Als nächstes entferne ich diese Plastikplatte. Vorsichtig ziehe ich sie nach oben. Jetzt wird der Rand geflochten. Ich nehme den Pfriemen und biege die erste Stärke über den Pfriemen und lege sie hinter dem rechten Nachbar. Dann die weitere Rute rechts lege ich immer weiter nach rechts hinter dem rechten Nachbar. Die letzte Rute muss unter die erste verflochten werden. Hier zeige ich mit dem Pfriemen, wo die letzte Rute reinkommen muss. Ich mache einen Knick mit dem Daumen, da wo die Rute sowieso gebogen werden müsste. Dann kürze ich sie so viel wie möglich und mit Hilfe vom Pfriemen stecke ich sie unter die erste Rute. Damit wird der gesamte Rand wird fest. Jetzt schneide ich alle Enden ab und mein Zwiebelhalter ist jetzt fast fertig. Es fehlt im Nabber noch ein Henkel. Den mache ich aus einer neuen Weidenrute. Ich spitze sie zuerst mal flach an. Und stecke links neben eine beliebige Stärke. Dann forme ich mit dem Daumen einen schönen Bogen und vermeide dabei jegliche Knicke. Das dünne Ende der Rute verflechte ich etwa eine Handbreite weiter rechts unter dem Rand. Das mache ich sehr vorsichtig, damit der Henkel nicht knickt. Und ich drücke ihn etwas nach hinten, damit man es nachher gut aufhängen kann. Jetzt zwirne ich das Ende von der Weidenrute und wickel um den vorgebogenen Henkel herum.
Das Ende der Rute wird im Geflecht versteckt. Meistens reicht eine Rute nicht, dann nehme ich eine zweite, spitze sie ebenfalls an und stecke sie auf der anderen Seite gegenüber von der ersten. Auch die wird verzwirnt. Dann wird sie auch um den Henkel geflochten, so dass sie die Lücken schließt, die noch da sind. Das ist auch ganz normal, dass bei dem Zwirnen die Rinde etwas aufbricht und abplatzt. So, das Ende der Rute wird auch hier im Geflecht versteckt. Und so sieht der Henkel aus, wenn er fertig ist. So, jetzt kann ich den Zwiebelkorb als fertig erklären. Und wenn er fertig ist, kann man ihn wunderbar mit Zwiebel oder mit Maisknödel befüllen. Da freuen sich auch die Vögel. Wenn dir mein Video gefallen hat, gib mir den Daumen hoch und abonniere meinen Kanal. Tschüss!